Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil hier im Wiesengehege Springe. Nicht nur wunderschöne Tiere gibt es hier zu sehen, auch die Wege sind sehr idyllisch, wie ich finde. Außerdem gibt es hier eine ganz wunderbare Aussichtsplattform, von der aus man Pferde sehen kann, aber auch die Wiesente, die hier praktisch Tür an Tür mit den Pferden leben. Um welche Vögel es sich hier handelt, kann ich euch leider nicht sagen, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee und schreibt es mir in die Kommentare. Ja, hier auf der Aussichtsplattform, auf der wir uns befinden, kann man auch ein wenig lernen, und zwar etwas über Vögel und ihre Nester. Nicht nur über die vielen Tiere, die hier leben, kann man was lernen, sondern auch was über die Umwelt in einem kleinen Quiz hier.
ganz besonders gefallen. Hier hat uns auch das Muffelwild im Wiesengehege springen. Hier auf dem Falkenhof, der im Wiesengehege integriert ist und nichts extra kostet, konnte man sich die Vorführungen der Falkner mit ihren Vögeln anschauen. Natürlich nur, wenn man sich eine Maske aufsetzte. Ja, und hier wollen wir euch nochmal die unterschiedlichsten Tiere zeigen, die es hier so auf dem Falkenhof gibt.
Ja, und hier der Mönchsgeier, der seinen Namen, wie ich finde, zurecht trägt, denn er verhält sich genauso wie die Kirche, möglichst alles haben und nichts dafür tun. Ja, und hier kommen wir dann zu den Polarwölfen, wie ich finde, ganz faszinierende und wunderschöne Tiere. We'll be right back.
Ganz zum Schluss sind wir dann noch einmal an den Wildschweinen vorbeigekommen und haben ein paar ganz wunderbare Aufnahmen gemacht, wie ich finde. Und wir hoffen, sie gefallen euch auch. Das war schon wieder für heute und auch mit dem Wiesengehege in Springe. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn es so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und vielleicht sogar die Glocke anklickt, damit ihr auch keinen Film mehr von uns verpasst. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bleibt oder werdet gesund und bis nächste Woche.